Wir laden Sie wieder ein, über den Kirchturmrand hinauszuschauen, in die Welt, nach Europa, insbesondere in unseren grenzübergreifenden Bereich nach Frankreich. Und wir laden Sie ein, mitzufahren mit unserem Pan-Europa-Zug. Und dann geht es weiter von Weißenburg auf den Spuren dieser Glaubensboten Richtung deutsch-französische Grenze. Genau dort auf der Grenze liegt Weiler mit seiner kleinen Wallfahrtskapelle. Dort werden wir uns weiter informieren. Gehen Sie auch dahin mit, auf die deutsch-französische Grenze, dieses Gebiet, das so hart umkämpft war, das durch Verwaltungsvorschriften, durch nationale Regelungen beeinträchtigt war. Hier liegt schon seit Jahrhunderten diese kleine Kapelle Weiler. Pater Bernhard, der Kapuzinerpater, wird uns hier betreuen, freundlich empfangen und informieren über dieses Kleinod und seine Verbindung zu unserem Polenkönig Stanislaus Leszczynski. Seid willkommen hier in der Kapelle unserer lieben Frau von Weiler, Maria Gehör. Diese Kapelle, Wallfahrtsstätte seit dem 13. Jahrhundert wahrscheinlich, aber man sagt, dass schon im 8. Jahrhundert hier irgendwo ein Haus des Gebetes gewesen sei. Im Jahre 1200 sagen wir, da ließen die Benediktiner von der Abtei St. Peter und St. Paul, die Sie gesehen habt vorher, ließen hier eine Einsiedelei aufbauen. Und das ist dann der Beginn dieser Wallfahrtskapelle von Maria Gehör. Diese erste Kapelle wurde dann schon zerstört im Jahre 1500, und das war durch den Piraten, den Hans von Trott. Im Elsass nennen wir ihn den Hans Trapp. Der Hans Trapp, von dem sprechen wir auch in der Weihnachtszeit, vom Hans Trapp. Ja. Und 1725 war der König Stanislas. König Stanislas von Polen war im Exil und lebte 7 Jahre lang in Weißenburg, im Stanislas. Und der hat dann geholfen, die Königin besonders, für diese Kapelle wiederherzustellen und hat sie dann auch vergrößern lassen, ein Drittel mehr weiter. Ja, ein Drittel, und dann der Vorbau wurde dann also hergestellt von König Stanislas. In den Jahren 1725 wurden die Kapuziner hergerufen und später ist die Bevölkerung von Weiler wieder ziemlich katholisch geworden. Und dann wurde die Kapelle wieder Wallfahrtsstätte für Weiler, die Dörfer im Elsass und auch in der Pfalz. 1794, die Französische Revolution, wurde die Kapelle ganz niedergeschlagen. Der Pfarrer, ein Pfarrer von Weißenburg, Pfarrer Oberle, brachte im Jahre 1803 diese Statue, die Pietà, die hier verehrt ist seitdem, eine Statue aus dem 15. Jahrhundert. Und die ist dann hier verehrt.
war groß auf Antrieb von Pilgern, in der Vergangenheit schon, wahrscheinlich mal ein Wunder, eine in den Jahren 1952, das werden Sie sehen, das Jahre 51 für die Versöhnung zwischen Frankreich und Deutschland ist da was geschehen an der Grenze. Das sehen Sie nachher am Denkmal. Und seit 1952 ist hier ein großes Fest, immer am Mai, zweiter Sonntag im Mai, Pax Christi Sonntag, also der Sonntag des Friedens, der Versöhnung, der Freundschaft zwischen Deutschland und Frankreich. Und da kommen immer viele, viele Leute für diese Angelegenheit. Maria, unsere liebe Frau des Friedens, Pax Christi Sonntag. Und 1952 bekamen wir ein kleines Glöcklein, das Friedenglöcklein. Ja. Vielleicht hätten Sie eine Frage. Ja, das sind noch die Bilder der sieben Schwärzen Mariens von Borny, Paul Borny in den Jahren 1974. So, das ist die kleine Kapelle von Weiler. Und dann Pax Christi Sonntag. Ja. Und da ist es immer ein bisschen zwiesprachig Predigt und auch Gesang, insofern wir noch etliche Gesänge können auswendig. Aber es geht schon. Ja, und da haben wir auch immer einen Prediger, vielmals von Speyer, ja, Bischof. Ist als hier Maria, Marienthal. Wo, in Marienthal? In Marienthal. Das ist bei Bei Hagenau, ja. Ja, was ist da? Da hat Stanislas auch mitgeholfen an der Erneuerung, Vergrößerung der Kirche, der Wallfahrtskirche dort in Marienthal. Ja. Das wäre eine schöne Geschichte, die zu verfolgen, weil 2019 der Stanislas nach Weißenburg kommt und auf den Spuren wollen wir weitermarschieren. 19 ist er gekommen. Ja. 2019. Vor 300 Jahren. Vor 300 Jahren. Er war vier Jahre in Zweiburg und ist dieses Jahr gekommen und bleibt bis 19 hier. Ah, ja. Aber ich will es nicht wiederholen, denn ihr habt es schon zu viel heute gehört. Ja. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen. Und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, ich bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Heilige Maria, Mutter Gottes, unsere liebe Frau von Weiler, es segne euch, der allmächtige, dreieinige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen. So, vielen Dank, so bleiben wir in der Freude und Frieden Gottes. Danke, vielen Dank. Mit herzlichem Dank an Pater Bernhard für seinen freundlichen Empfang und Führung durch diese Gedenkstätte. Gehen wir langsam über die Grenze, die hier ganz nah an der Kapelle vorbeiläuft. Das ist die Bedeutung von Weiler und Germanshof auf der anderen Seite. Drüben sind schon die Zollhäuser zu sehen. Und hier war dieses besondere Ereignis auf der Grenze, was viele dazu gebracht hat, drüben an den Zollhäusern eine Gedenkstätte zu bauen. An diesem Vorplatz vor der Kapelle, dort ist diese Pax Christi-Wallfahrt immer am zweiten Wochenende im Mai. Und nun sind wir schon die wenigen Schritte über die Grenze zu
zu dieser Gedenkstätte, an der auch wir uns informieren wollen. Da haben sich damals junge Europäer getroffen, um die damals nach dem Krieg so hinderlichen Grenzen, die Gründe für so viele Kriege zu beseitigen. Jugend oder junge Leute aus Deutschland und noch weiteren 8 Ländern hier getroffen, zu demonstrieren für ein vereintes Europa. Man muss sich überlegen, 1950, da war der Rauch des Krieges gerade verweht, war noch alles kaputt, die Erinnerungen an Mord, Totschlag, Vernichtung, Massenmord und was alles war noch gegenwärtig. Das muss man sich überlegen, heute ist das so 3 Generationen zurück, damals gegenwärtig. Und trotzdem haben sich damals schon diese jungen Leute zusammengefunden. Und da ist halt viel diskutiert worden und ist nicht richtig weitergegangen. Und dann haben sich im Elsass war ein Treffen von jungen Leuten und auch in Bayern, die gesagt haben, wir müssen auch ein sichtbares Zeichen jetzt mal setzen, dass das vorangeht. Vereinbart worden, sich zu treffen an einem bestimmten Ort, bestimmten Tag, um Zeichen zu setzen. Es war Presse und Rundfunk damals, Fernsehen gab es noch nicht, waren beteiligt, wussten aber nicht, wo es hingeht. Und sind auf verschiedenen Wegen hierher, und da, weil das so geheim halten muss, wurde jetzt vielleicht ein bisschen Zeit gehen, so Tricks angewandt. Die Deutschen sind gekommen aus der Richtung, aus Niederstädtebach, haben ein Auto vorgeschickt, Leute sind ausgestiegen, haben die, muss man sich ja vorstellen, Schlafbau. Wir bekommen mehr Auto, Leute steigen aus, verteilen sich und gucken. Also alles noch harmlos. Die andere Seite genau ähnlich. Sie haben zwei Damen haben eine dritte geführt, die deren schlicht war. Sie haben die Zöllner gesagt, also ihr möchtet doch was tun, oder die wäre es nicht gut. Und dann sind immer auf beiden Seiten mehr. Und dann auf ein Kommando sind die Leute raus. Sie haben also extra Segen, alles Mögliche. Es war also geplant, hier die Zollgrenzen einzureißen. Wir haben die Franzosen, also die Seite, die von der französischen Seite hergekommen sind, haben es relativ leicht gehabt. Da war ein Holzschlagbaum, den haben sie abgesägt und haben ihn hier auf die Wiese gebracht. Die von Deutschland kommen sind, haben ein bisschen Schwierigkeiten gehabt. Da waren 3 Tage davor der Holzschlagbaum gegen einen Stahlschlagbaum ausgetauscht worden. Da hat also die Säge nichts genutzt. Aber dann haben die Masse sich, wenn man besonders, dann kann man ja dann irgendwann mal abbrechen oder was. Und das haben sie genau gemacht. Und zum Entsetzen der Zöllner und so weiter ist hier dann ein Feuer errichtet worden. Die Grenzfestungen sind alles abgerissen worden. Die Lampe, die Rotlampe, die da nachts den Verkehr gesteuert hat. Und haben hier eine Feuer angestellt und haben diese symbolisch diese Sache verbrannt, die Grenzbefestigung ausgemacht hat. Und das Ganze war auch sehr publik gemacht. Ich habe ja eingangs gesagt, es waren also Presse und auch Rundfunk dabei, die also sehr eindringlich davon berichtet haben. Und das Ganze hat auch noch einen weiteren Sinn gehabt, nämlich am nächsten Tag, am 7. Tag, war in Straßburg die 2. Tagung des Europarates. Und dann sind die Abgeordneten, die auch zum Teil hier dabei waren, sind also mit diesem Ereignis, mit diesem Hintergrund, was sie erlebt haben, wo sich junge Leute aufgemacht haben, um ein vereintes Europa, um den Frieden zu sichern, haben diese Begeisterung dann mit in den Europarat mitgebracht. Und es war ein Ereignis, das vielleicht ein bisschen hochgegriffen ist, aber mit dem Hambacher Fest zu vergleichen ist. Und ist fast nicht bekannt. Das Ding da hier, wie es da steht, ist auch vor drei, vier Jahren erst errichtet worden. Gibt es doch gar nicht lang. Das war also in Vergessenheit geraten. Und so ein Ereignis sollte meiner Ansicht nach nicht in Vergessenheit geraten. Und sollte gerade den jungen Leuten, da haben wir jetzt wieder dabei, auch ein Zeichen dienen für die Zukunft und sich zu erinnern, was einmal war. Und was mir heute mit dem Verein der Europa, ist ja nicht nur der Moloch in Brüssel, das ist ja auch Frieden, Freiheit, alles, was man diesem Verein der Europa zu verdanken hat. Wir haben 70 Jahre Friede, das hat es noch nie gegeben, die ganze Welt, aber sowas hat noch nie jemand erlebt wie mir.
haben wir mit zum Teil diesem Verein oder dem Verein Europa zu verdanken. Und so sollte man an so oder an solche Plätze immer mal wieder gedenken, was war und wer sich da alles dafür eingesetzt hat. Soweit der Bericht von Herbstausflug der Freunde und Förderer der St. Georgs Pfadfinder in Zweibrücken. Und wenn Sie Interesse daran haben, melden Sie sich bei uns. Wir nehmen Sie gern auch mal mit zu einer solchen Fahrt in unsere bedeutsame Heimatstätten. Kommen Sie mit zu den Pan-Europa-Tagen 2020. Die Pan-Europa-Union als älteste europäische Einigungsbewegung, gegründet im Jahr 1922 von dem böhmischen Grafen Kunove Kalergi, hat einen Kongress im Hof in Waldsassen, in Eger und in Franzensbad durchgeführt, an allen vier Orten in der Euregio Egrensis. Das Ziel und das Thema der vielen Teilnehmer aus den verschiedensten Nationen ist ein Neustart Europas nach der Krise. Und diesen Neustart wollen wir vorantreiben. Kommen Sie also mit in das Kongresszentrum der Stadt Hof in der Nähe der Grenze zu Tschechien. In schweren Zeiten in Corona-Epidemien auch mit Politikern aus ganz Europa zusammen zu sein. Der internationalen Pan-Europa. Als allererstes die Begrüßungen vornehmen, den Außenminister der Republik Kroatien, Herrn Gordan Grlić-Radman, herzlich willkommen. Ich begrüße den Vizepräsidenten des Deutschen Bundestages, Herrn Dr. Hans-Peter Friedrich, herzlich willkommen. Ich begrüße den Fraktionsvorsitzenden der EVP-Fraktion, der größten Fraktion im Europäischen Parlament, unseren Freund Manfred Weber. Und für die bayerische Staatsregierung wird hier heute Abend sprechen Herr Staatsminister Bernd Siegner. Herzlich willkommen. Die Stadt Hof wird vertreten von Frau Bürgermeisterin Angela Bier. Und ich darf hier am Podium auch herzlich begrüßen als Mitveranstalter der Pan-Europa-Tage, die wir hier von der Pan-Europa in Deutschland und Pan-Europa in der Tschechischen Republik veranstalten, den Vorsitzenden Herrn Marian Schweiger. Zu begrüßen, den Initiator und auch Ideengeber für die Diplomatie darf ich herzlich begrüßen und ich muss Gott sagen, den Botschafter der Republik Kroatien in Deutschland, seine Exzellenz Gordan Bakota, herzlich willkommen. Sowie unter uns der Generalkonsul der Republik Kroatien in München, Herrn Wladimir Duvniak. Was es bedeutet, Grenzen zu schließen, erlebten wir in den vergangenen Monaten auf sehr intensive Weise. Blicken wir hier in Hof, jedoch rund 30 Jahre zurück, eröffnet sich eine gänzlich andere Dimension des Begriffs Grenzschließung. Der eiserne Vorhang ist zwar längst überwunden. Das Leid, das er hervorgerufen hat, darf aber niemals vergessen werden.
Gerade hier in unserer Region, im Herzen Europas, haben die Menschen jahrzehntelang mit Stacheldraht und Minenfeldern leben müssen. Ob in Hof und Waldsassen in der Oberpfalz, ob im tschechischen Eger und in Franzensbach. Ein Schild im Landkreis Freiherr Grafenau und hinter dem Schild war Stacheldraht. Auf dem Schild stand Grenze, Ende. Wenn einen Fuß jenseits des Stacheldrahts setzt, wird erschossen. So habe ich als 15-Jähriger den eisernen Vorhang im Landkreis Freiherr Grafenau, im Landkreis Regen erlebt. Und so wie es Hans-Peter Friedrich gesagt hat, da war das Ende der Welt. Der Außenminister der Republik Kroatien, Herrn Gordan Grlić-Radman, hier ans Rednerpult bitten. Herr Außenminister, vielen herzlichen Dank, dass Sie hier nach Hof zur Paneuropa-Union gekommen sind. Mich also meinem Gastgeber zu bedanken, dem Präsident Paneuropa Deutschland, Herrn Weber, Herrn Posselt, lieber Bernd, vielen Dank, dass ich deine Einladung bekommen habe. Also ich habe ohne zu zögern entschieden, nach Deutschland zu kommen und die kroatische Kulturnachbarschaft zu besuchen und dich, mein lieber gefühlter Nachbar, auch zu begrüßen, alle die Mitglieder der Paneuropäischen Union zu begrüßen. Mitglieder der Paneuropäischen Union, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde, es ist mir eine große Ehre und Freude, an dieser Konferenz der Paneuropäischen Union teilzunehmen, deren Grundprinzip der europäischen Einheit heute mehr denn je zum Ausdruck gebracht und benötigt wird. Es ist mir auch eine Ehre, also die, von meinen Ihnen auch die herzliche Grüße von meinem Ministerpräsident Andrej Plenković auszurichten. Ja, liebe Freunde der Paneuropa Union, ich möchte mich zunächst bei der Einladung bedanken und möchte Danke sagen für den Einsatz, für das Engagement. Als die Bannerträger dieser ältesten proeuropäischen und paneuropäischen Bewegung auf unserem Kontinent stehen Sie ganz persönlich für den Einsatz für dieses geeinte Europa. In Zeiten, wo man Europa besser vermitteln kann, aber auch in Zeiten, wo der Wind vielleicht mal von vorne kommt, wo man argumentieren muss, wo man erklären muss. In all diesen Zeiten sind Sie auf Kurs und dafür möchte ich Ihnen danken. Und ich möchte uns angesichts der großen Geschichte, die unsere gemeinsame Paneuropa aufzeigen kann, auch vergewissern, dass die Erfolge, die unsere Vorgänger und die wir heute sehen dürfen, dass die gewaltig sind. Angesichts der Krisen der letzten Jahrzehnte, des letzten Jahrhunderts, der Entwicklungen, ist das, was gebaut worden ist, was aufgebaut worden ist, beachtlich. Wenn ich es so formulieren darf, freue ich mich, dass ich heute eine meiner ersten Reden öffentlich nach der Corona-Zeit sozusagen im richtigen Face-to-Face und nicht nur im Videomodus heute bei der Paneuropa-Union begehen darf und reden darf. Und insofern darf ich sagen, ich freue mich, dass ich unter Freunden heute bin. Nach diesem Festakt zur Eröffnung sind Sie nun am nächsten Tag, am Samstag, eingeladen zu den einzelnen Foren, Gesprächen und zu den Reden der Gästen wieder im großen Konferenzsaal. Doch hören Sie selbst. Fortfahren können. Es ist ja so, dass wir zeitgleich tagen mit den Staats- und Regierungschefs in Brüssel und dort wird ganz heftig darum gerungen, wie die langfristige Finanzierung der Europäischen Union aussehen kann. Nun möchten wir das Ganze erweitern
durch eine Perspektive aus dem Europäischen Parlament heraus, aber natürlich auch hier aus Bayern heraus. Und da freue ich mich sehr, dass wir nun die Europaabgeordnete und Vorsitzende des EU-Haushaltskontrollausschusses, Monika Hohlmeier, hier nun hören können und darf Sie ganz herzlich hier vor ans Rednerpult bitten. Ganz am Anfang darf ich ganz herzlich die junge Generation in der Person von Franziskus Kostas begrüßen. In Pan-Europa kann nur in die Zukunft gehen, wenn wir eine junge Generation für diesen Gedanken gewinnen. Deshalb freue ich mich sehr, dass er als federführender Repräsentant hier bei uns ist und auch zu uns spricht. Dann natürlich meinen besonderen Freund, lieber Bernd. Du bist ein grandioser Mensch. Andere hätten dann, wenn sie nicht direkt im Europäischen Parlament sind, gesagt, ja, was mache ich denn überhaupt? Na, was macht der Bernd? Er rollt das Feld von hinten auf. Und ich muss sagen, Bernd, großer Respekt vor dem, was du leistest. Ich muss wirklich sagen, es ist zutiefst beeindruckend und ich wünsche dir in deinem weiteren Wirken das Allerbeste. Die Grundsätze, auf denen unsere Wertskala aufbaut, sind die Freiheit, die Demokratie, die Rechtsstaatlichkeit und die soziale Marktwirtschaft. Das sind die vier Grundsätze, von denen so ziemlich alles ausgeht. Diese vier Grundpfeiler verankern sich in unterschiedlicher Form in unserer Grundrechtecharta, sie verankern sich in unserem Denken und in unserem Reden. Wenn man sich jetzt derzeit so in der Welt umsieht, dann schaut es ein bisschen anders aus. Die Frage ist, wie stellen wir uns eigentlich auf? Was tun eigentlich wir in Europa, um eine geschlossene Antwort an China zu geben? Auf der einen Seite zu sehen, da ist ein Land mit einer völlig anderen Gesellschaftsordnung, mit einer völlig anderen Staatsvorstellung, mit einer völlig anderen Vorgehensweise in Handels- und Wirtschaftsfragen, mit einer völlig anderen Vorgehensweise in Finanzfragen, mit einer Entwicklungsdiktatur. Reicht da die moralische Entrüstung, wenn man den Mumm einfach mal zusammenzuhalten und nicht nur zuerst das Trennende zu suchen? Wissen Sie was? Dann werden wir stolze Nationalstaaten sein. Dann werden wir stolze Bayern sein. Aber wissen Sie was? Wir werden genauso stolz wie sein. Weil wir dann nämlich unsere Werte verteidigen und das, wofür wir stehen. In dem Sinne, alles Gute, der Pan-Europa. Pan-Europa Zukunft die Grenzen sprengt und wir sind eine Organisation, die Grenzen nicht mit Dynamit sprengt, sondern mit Dynamik und zwar mit der Kraft einer Idee, die Probleme löst, die Hindernisse überwindet, die neue Zustände schafft, um im Sinne und im Dienste der Völkerverständigung eine neue Zukunft zu schaffen. Und dann grenzüberschreitend in Tschechien. Gehen Sie mit, denn dann wird dieser Pan-Europa-Tag über die Grenze hinweg in Eger und so weiter stattfinden. Kurz schauen Sie rein, was Sie sehen können, dann versäumen Sie nichts. Also, sehr geehrte Damen und Herren, es ist mir eine große Ehre, dass ich Sie alle hier in unserer historischen Stadt Kreb oder Eger, wie Sie wollen, herzlich willkommen kann. Historische Stadt, die ein Mittelpunkt Mitteleuropas ist und damit ein Mittelpunkt Europas. Seit der Stauferzeit schaut ganz Europa auf diese Stadt. Und wir laden Sie ein zu den nächsten Pan-Europa-Tagen. Deutschland in Rheinland-Pfalz, in unserer Heimat grenzübergreifend, in
Trier-Luxemburg vom 18. bis 20. Juni. Kommen Sie mit!